Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Ihr seht nur vier Fahrzeuge, das heißt, wir spielen Forza Quartett. Und mit dabei haben wir heute Andi, Lukas und Stui. Grüßt euch. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und wenn man die vier Fahrzeuge so sieht, klar, fällt natürlich auch auf Forza Quartett, weil ein Fahrzeug irgendwie komplett hier aus der Gruppe fällt, aber mal das außen vor. Was sind das bitte für Startfahrzeuge? Das ist ja furchtbar. Nee, Bugatti würde ich gar nicht mal sagen. Ich hätte jetzt eigentlich eher gesagt den Lotus in Evija, weil der keinen Flügel hat. So richtig, nämlich. Ja. Richtig aus der Gitarre. Was ist das denn, Alter, widerlich? Ja, aber echt, ey, passt gar nicht hier rein. Also ist ja sehr furchtbar. Ja, wer Forza Quartett nicht kennt, das ist natürlich inspiriert von Supertrumpf oder halt Autoquartett. Wir spielen quasi mit, ja, zum Teil theoretischen Vergleichen, aber auch mit praktischen Vergleichen im Sinne von Rennfahren. Und man versucht tatsächlich, die Fahrzeuge der anderen zu gewinnen. Also der Sieger einer Runde gewinnt immer die Fahrzeuge vom Letzten und vom Vorletzten. Der Zweite hat so ein bisschen Glück und darf sein Fahrzeug behalten. Aber ja, guckt euch einfach an, ihr werdet es schon irgendwie verstehen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach in den Kommentaren nach. Dann wird sicherlich einer der Zuschauer oder wir selbst es dann vielleicht auch beantworten können, um da vielleicht ein bisschen Klarheit reinzubringen. Auf jeden Fall, die erste Runde sind quasi die Fahrzeuge schon, man könnte sagen, zugelost worden. Wir wissen allerdings auch nicht, was für eine erste Disziplin kommt. Die entscheidet nämlich am Anfang der Zufallsgenerator. Später dann darf wie beim Supertrumpf auch oder beim Autoquartett auch denn der Sieger die Kategorie quasi vorgeben. Alle weiteren Zusatzregeln erklären wir dann gleich. Ich würde sagen, ich lasse jetzt den Zufallsgenerator einfach mal ziehen und dann gucken wir mal, was kommt. Preisvergleich. Gut. Absteigend. Absteigend? Nein. Ja gut, okay. Wer möchte den Gruppe A? Das ist okay. Ja, ich habe mich gerade noch drüber beschwert. Ich habe nämlich den Divo zwar gewählt in meinen Fuhrpark, sage ich mal, aber ich habe ihn noch gar nicht besessen. Deswegen weiß ich ganz genau, was er kostet. 3 Millionen biete ich schon mal in die Runde. Dann mache ich weiter mit 2,5 Mille. Dann nehme ich mal 2,8. 500.000. 500 Millionen. Das heißt, 500 Millionen, genau, 500 Millionen. Es ist eigentlich, die gibt es nur einmal. Eigentlich ist der nicht bezahlbar, wenn man ehrlich ist. Okay, dann muss ich mir das Ganze auch mal ganz kurz notieren, bevor ich hier weitermache. Und dann streichen wir den mal von unserer Liste. Das ist ja schön. So, das heißt, Divo schmeiße ich mal da ganz. Aber ich sage mal, in der Realität ist der Wunschmann teuer. Der kostet 3,3. Hatte mich kurz gefreut. Ja. Der Divo kostet eigentlich auch ein Chiron plus den Divo. Ne? Ja, also stimmt. Stimmt. Stimmt, ja, stimmt. Also, so gesehen kommt da ja noch mal ein bisschen was drauf. Also. So, Moment, dann kriege ich noch den Evija. Und einfach direkt zum Start so komplettes Hypercar-Quartett gewonnen, ist ja gar nicht. Vor 1. Ja, ist halt echt so ein bisschen. Also ja, kurz dazu, wie die Fahrzeuge entschieden werden. Jeder wählt 5 Fahrzeuge aus und man hat quasi einen summierten Haupt-LI, der diesmal 4052 war. Also diese 4052 geteilt durch 5, wenn man so möchte, verteilt. Deswegen kann es natürlich mal sein, dass einer ein bisschen höheren LI hat, einer ein bisschen niedrigeren. In dem Fall haben wir relativ stark gestartet. Gut, das nächste oder ich da habe ja gewonnen, dementsprechend auch mal geil. Erstes Quartett, ich habe die erste Runde gewonnen, ich bin super happy, jetzt kann es nur noch schlechter werden. Gut, wir hatten Preisvergleich absteigen, das ist jetzt raus, denn jede Disziplin, also die theoretischen Disziplinen dürfen nur einmal drankommen. Beim nächsten. Ich kann ja das Auto schon mal zeigen. Habe ich das überhaupt nicht, dass ich das Fahrzeug jetzt auch wieder nicht habe? Ich bin nämlich top vorbereitet. Doch, habe ich. Ist auch noch der Neutech dran. Und ich glaube, hier würde ich mal sagen, ich darf ja gar nicht theoretisch jetzt machen, ne? Ja. Ah, scheiße. Okay, das killt mich jetzt natürlich ein bisschen. Ja, damit gewonnen und so zerronnen, weil damit werde ich nichts gewinnen können. Oder welche Dings könnte ich denn machen? Denk dran auch, also weil ich das ganz gerne vergesse, die PR-Stunts sind auch praktisch. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, auch die werden mir hier wenig bringen. Also sowohl der Sprung als auch der Driftzone als auch in sonst was bringt mir nichts. Ich würde sagen, wir machen einfach, weil ich sonst keine Chance sehe, wir machen ein Querfeld-Einrennen. Okay. Ja, okay. Toll. Und mit dem theoretischen Vergleich hätte ich damit echt gute Karten gehabt, aber ja, der war natürlich jetzt raus, logischerweise.
Boah, dann wechsle ich mal mein Auto. Oder soll ich das erst zum Rennstart wählen? Ja, wie du willst. Ich kann jetzt schon mal suchen. Ich nehme auch das erste. Vorher, weil ansonsten wird es schwierig, das zu finden. Ja, okay. Ja, Leute, das ist echt toll, weil Wave super Disziplinen auswählt. Ich liebe ihn. Achso, das vielleicht auch nochmal als Hinweis, falls jetzt jemand denkt, warum hast du jetzt hier dieses Auto genommen, wenn er doch sagt, querfällt ein, nimm doch ein anderes. Also die Reihenfolge der Fahrzeuge von diesen fünfen, die man hat am Anfang, wurde quasi auch zugelost. Dementsprechend macht man es halt wie auch beim Quartett, hat man halt die Karten so in der Hand und man darf erst, wenn man nur noch zwei hat, quasi dann switchen, wenn man das will. Ich brauche den Lead an Stui. Oder Stui, du kannst selber auch irgendein Querfeld einstellen. Mir ist das egal. Weil das mache ich tatsächlich jetzt mal nicht, weil ich habe das noch kein einziges Mal gemacht. Jacke wie Hose. Ich glaube, Andi und ich haben irgendwie die Autos getauscht. Gefühlt. Eistechnisch. So. Ja, ich sag mal, es war eine Sache ganz lustig an den Startautos, kann ich dann später sagen. Ich bekomme das einfach komplett an. Das Quartett besteht aus den Startautos der anderen. Was? Also warte mal, ich muss ja die Kollision jedes Mal ausstellen dann, ne? Hab ich mich erschrocken vor dem BMW. Oder nee, ich kann sie ja einlassen. Ja, das will ich mir überlassen. Ja, also Kollision ist an. Gut, finde ich super. Nämlich. Ich finde Kontaktsport auch gut. Ja. In echt würdest du das mit deinem Auto nicht gut finden. Du glaube ich auch nicht. Ah. Ist nur eine Vermutung, also ich, ja. Das hängt vom Geldbeutel ab. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich glaube, wenn du so ein Geldbeutel hast, dass dir das egal sein kann, dann, ja. Alles richtig, Sorgen, alles richtig gemacht. Ja. So. Oh Gott. Sagen wir es mal so. Ich verliere jetzt nicht das schlimmste Fahrzeug. Ich würde jetzt gerne aber nicht letzter werden. Aber es ist halt schon ein Hammerfahrzeug. Ah, okay. Den hatte ich auch überlegt zu nehmen. Oh, das hat halt schön viel Gewicht und niedriger LI so. Bisschen den Schnitt drücken, aber... Das ist einfach wie gestörter am Gas bleiben mit dem Auto, ey. Und Andi hat tatsächlich dasselbe Fahrzeug gewählt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe den Wagen, den Lukas gerade hatte. Ja, der ist ja vorgehabt. Ja. Diebstahl! Oh Gott, ich komme nicht vom Grip! Ne, Klontechnologie. Nein. Ja, tschüss, ne? Oh Gott. War, dass die Kollision erst wieder nach einer Zeit eingeschaltet wird. Das kann man leider auch im Vorhaben, glaube ich, komischerweise nicht ausstellen, was ich ein bisschen bescheuert finde. Ja. Weil, ja, egal. Ja, der wäre sehr cool, ne? Ja. Ist denn der Aerial Turm auf uns so schnell? Ja. Guck mal. Der funktioniert nicht so nur ganz schlecht. Musst du, glaube ich, nur zu einem Spin bekommen, weil er einen kurzen Radstand. Wenn er mal dreht, dann hältst du den nicht mehr, denke ich. Oh ja, wunderbar. Aber hat trotzdem gedreht. Aber von daher. Mir ist egal, ich will keinen Sieg bereits, wenn ich den Wagen nur behalten darf. Ja, ist auch schon mal was wert. Ja. Sieg würde ich nehmen. Der Sieg ist halt geil, weil du die Kategorien entscheiden kannst. Aber wenn du dann natürlich so einen Fail hast wie ich, dann nutzt dir der Sieg halt wieder mal herzlich gar nichts. Ich weiß nicht, warum du gerne Theorie gehabt hättest. Ja, ich hätte halt Gewicht genommen. Ja, natürlich, klar. Das habe ich den ja eigentlich auch mitgenommen, aber ist mir dann wieder eingefallen, dass die Theorievergleiche nicht folgend kommen kann. Außer, da gibt es auch eine Sonderregel, wenn man nur noch ein Auto hat, dann darf man die Regel einmalig aussetzen. Ja, warum gehe ich eigentlich so ans Limit? Brauche ich doch gar nicht. Ganz ehrlich, geh mal ein bisschen ans Limit. Ich finde es schon echt schade, dass du so immer in deiner Komfortzone fährst. Muss ich auch mal ein bisschen mehr trauen. Das ist hier die Strecke mit den ganzen Flüssen. Ach nö. Ich glaube, so weit komme ich gar nicht. Gott. Ich glaube, die Flüsse bocken mich auch gar nicht bei dem Auto. Also, es ist echt entspannt, durchs Gelände zu fahren, so ein Hammer. Also, man merkt die Anlagen des Fahrzeugs. Weil so ein Hammer H2 fände ich auch mal geil, ehrlich gesagt. Ja, der neue von GMC, der E-Hammer. Oh ja, okay, ist cool. Der kommt nicht cool, ja. Wäre halt echt mal der Hammer, ey. Ja. Gebe das Quartett vorzeitig auf, Leute. Reicht schon auch. Spin. Ja, komm. Versimmelt. Ich durchsichtig, aber warum? Einfach so, hier ist ein bisschen Asphalt. Das ist mein Untergrund kurzzeitig. Ja, und da bei mir das gerade alles so ein bisschen ruhig ist, ganz kurz auch da ein Hinweis, weil immer wieder Leute fragen, wann geht's denn endlich mit CVR los oder wann kommt CVR, also Cops vs. Racer.
Erstmal gar nicht in Horizon 5, weil es aktuell technisch so nicht umsetzbar ist, zumindest mal nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen gibt es aber aktuell parallel weiterhin die Horizon Multiplayer Special Series, wo wir in Horizon 2, 3 und 4 unterwegs sind. Und gerade in 3 und 4 kann es weiterhin CVR geben. Und deswegen versuchen wir dann eben über die euch ein bisschen mit CVR zu versorgen. Und sobald es natürlich hier in Horizon 5 geht, geht es dann halt natürlich auch hier mit CVR rund. Hat gewisse Vorteile, wenn man die Strecke kennt. Bin möglicherweise von der Brücke gesprungen. Also ich bin vor dem Tunnel noch, weit vor dem Tunnel noch tatsächlich. Das Doofe ist, ich merk gerade mit dem Auto, was als nächstes kommt, wäre ein Sieg jetzt sehr praktisch gewesen. Scheiße. Sehe ich auch so. Ah. So, den Hammer habe ich auf jeden Fall schon mal verloren. Hammerhart. Den auch. Einmal wieder unten drunter. So darf Andi eigentlich schon wieder gewinnen. Jetzt darf der wieder die halbe Quartettfolge entscheiden, was wir machen. Das stimmt. Hat wieder am Ende 700 Fahrzeuge in seinem Fuhrpark. Und wir dürfen dann mit einem VW Golf oder so um die Ecke fahren. Was geht jetzt eigentlich? Richtung Hammer? Ja. Und den Aerial Turm V8. Aerial. Genau. Alles klar. So, was haben wir denn auch? Ach, ja, okay, gut. Ich darf in der theoretisch aus Disziplin wählen. Oh, ja. Ich will schon mal mein Auto aus. Ich hätte gern. Okay, Moment. Obwohl, nee, ich liefere mein Auto gleich. Also, ich soll das Auto vorher nicht sehen in der Liste. Nee, erst wenn er es gesagt hat, dann darf er sich nicht mehr unentscheiden. Okay, wenn das kommt, habe ich so oder so verloren. Wenn das. Okay. Ich hätte das niedrigste Gewicht gern. Nein! Fuck! Ich meine. Okay, gewinnen werde ich damit nicht, aber verlieren vielleicht jetzt nicht. Auch nicht. Ich muss erstmal gucken. Okay, ich glaube, ich habe das Fahrzeug gar nicht im Fuhrpark. Ah, okay, ein weiteres Mal shoppen gehen, würde ich sagen. Ich habe mich top vorbereitet, ich merke schon. Oh, yo, okay, ja, tu mich auch, Andi. Ich wäre bei Hubraum eigentlich gewesen, aber dann dachte ich mir, vielleicht hat noch einer ein Elektroauto. Das wäre doof gewesen. So. Ja, vielleicht habe ich das. Und vielleicht habe ich ein. Was war denn jetzt? Verleichtes Elektroauto. Niedriges Gewicht. Ja. Also Gewicht okay. Aufsteigend. Oh, da kann ich sogar. Du? Achso, warte. Ich sollte vielleicht mal kaufen. Du gucken. Willst du immer hochdrehen hier? Guck mal. Einmal die Kettensäge. Das Gewicht ist gar nicht mal so schlecht. Ach, lol. Also, meinst auch vielleicht gewinne ich nicht, grad, aber. Ich habe gerade das Dach aufgemacht, versehentlich. Jetzt bin ich leichter. Mhm. So das verstaust du, aber du nimmst das ja mit. Passt auf hier. Oh, schon wieder hier viel Geld ausgegeben, ey. Sehr teures Quartett, merke ich. Ja, sehr teures Quartett. Mhm. Das ist das teuerste Quartett, was wir je in Horizon 5 aufgenommen haben. Ja, ja. Leute, gewinnt euch dran, Andi wird die nächsten Runden alle gewinnen. Viel Spaß. Naja. Könnt ihr mal aufhören, solche Erwartungen zu setzen? So, ich muss einmal kurz den Motor hochdrehen lassen, weil das, aber ich fahre erstmal zu euch, dass ihr davon auch den Genuss hört, von diesem Elektrogesäusel. Ich muss euch erstmal suchen, wo seid ihr da, seid ihr? Ja. Ich muss kurz kaufen. Ah, okay. Ist das echt ein Elektroauto? Ja, einen mit 7 Liter Hubraum. Ja, das soll's geben. Ach ja, Komisches Elektroauto. Oh, das ist ein schönes Quartett hier. Irgendwas sieht hier komplett falsch aus. Isetta habe ich auch überlegt, aber Isetta habe ich gedacht, das ist so Mainstream, weißt du? Ja, so. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, Gewicht dürfte ganz okay sein. Boah, das ist aber, ich bin mal gespannt, so ein Formula Drift, so schwer sind die jetzt, aber beide sind schon schwerer. Eben. Ich weiß aber nicht, aber die sind schon schwerer. Aber ist eigentlich egal. Ich glaube, Andi hat gewonnen. Andi, was hast du? 417. 1000, okay, dann hast du verloren. Ja. Nee, also ich habe 1,1 Tonnen. Ah, scheiße. Ich habe 1315. Und ich habe 1675. Ja. Und tschüss, Formel D Viper. Ja, wunderbar. Ja, immerhin darf ich den Motorlamp behalten. Gut, dann bin ich schon nur. Das ist doch schon mal gut. Noch zwei Autos, zwei Autos schon mal weniger. Also schon mal was war das? Das war jetzt Preis aufsteigend. Ne, nicht Preis, Gewicht. Aufsteigend, ja. Ja, ich hack das nur ab, dass es nicht auch verfehlen nochmal verwendet. Als nächstes haben wir dann dieses Aggregat. Kein Scheiß. Wechsle mein Auto erst, wenn du was gewählt hast. Vorher mache ich das jetzt hier nicht mehr. Ja, wir machen auf jeden Fall ein Straßenrennen. Ich würde sagen, wir machen so einen schönen Sprint.
Okay, dann wechsle ich das Auto jetzt mal. Ja, warte, kriegst anstößiges Nummernschild, Mendelton. Danke. Also Sprintstraße, ja? Jawohl. Ja, ist doch noch was. Moin, Leute. Kommt drauf an, was die Gegner sind, sage ich jetzt mal. Aber als ob ich das Fahrzeug auch nicht. Ah, doch, habe ich. Ach gut, da ist jetzt ein Design drauf, aber ist egal. Gut, dass meine Theorieautos aber nicht dann kommen, wenn ich sie bräuchte. Warte, lass mich kurz noch mal eine zweite Version dieses Autos kaufen. Schadet nicht, das doppelt zu haben, habe ich gehört. Im Fuhrpark. Teure Folge übrigens. Einer auf Gewicht gegambelt, hä? Nein, ich bin hier nicht auf der theoretische Fahrzeug gegangen, wie man merkt. Das ist nur die Frage, welchen Sprint nehme ich denn? Müssen Sie bitte vorher aussehen, ohne auf unser Auto zu gucken. Ja, ich bin okay. Auf der Map, also ich gucke gut, nicht hin. Ich habe jetzt nur noch zwei Fahrzeuge, das heißt, ich hätte theoretisch auch wählen dürfen, gell? Du hättest dein Fahrzeug aus den beiden auswählen können. Ja, okay, genau. Ja, kannst du immer noch. Also ja, nee, ich hätte eh das genommen, von daher. Okay. Nur dann musst du halt safe, egal was passiert, dann halt nächste Runde das andere nehmen. Wir nehmen den hier. Das wäre schon wieder da, nee, ne? Doch, ich hab. Okay. Was ihr nicht wisst, ich hab noch eine zweite Isetta. Was? Mit der fahre ich jetzt den Sprint, nein. Was? Das ist ja verrückt. Kann ein sehr interessantes Rennen werden. Ja, hat Potenzial. Ich hab noch nicht gesehen, was ihr habt, aber ihr habt auch noch nicht gesehen, was ich hab. Mein Siegpotenzial ist schwindend. Ich sag's mal so, es wird langsam kritisch. Ja, ich glaube, ich habe gut. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich glaube, ich habe Chancen, im Mittelfeld zu landen. Ich sag mal so, das Mittelfeld ist sehr weit gedehnt in dem Fall. Ich sag mal, die Autos, die ich vorher hatte, die wären halt in bestimmten Kategorien brutal gut gewesen. Genau, ja, aber so ist es genommen. Immer ein Quartett. Ich sage ja, Andi ist dran, der darf entscheiden, der hat immer das goldene Näschen und weißt du wie ja. Wir müssen immer in den schlechtesten Disziplinen anreden. Das stimmt nicht. Wo ich ganz gut probe, dass man die Formel D weil man nicht im Sprintrennen fahren muss. So, jawohl. Hat nur ein bisschen gedauert mit dem Einrichten, weil ich die Einstellung nicht hundertprozentig drin habe. Aber jetzt. Ready. Mir geht das ja mittlerweile relativ schnell. Ja. Ja, vor allem mit vier Leuten. Ja. Ja, bestimmt. Und keinem HDD-Spieler. HDD, was ist das? Ja. Ekelhaft. Nee, nicht ausleihen. Okay, da hast du was falsch eingestellt. What? Echt? Okay. Oder? Ah, nee, okay, sorry. Du musst nur relativ weit nach rechts. Ja, okay, der Tab war ganz woanders. Ich glaube, Anything Goes eigentlich eingestellt. Ja, alles gut, das ist mein Fehler. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weißt du, wie das Auto weiß ich? Ach, Gottes Namen, was ist das? Warum regnet es denn? Das ist ja richtig. Weiß ich auch nicht, warum es regnet. Oh, ja, gut, wer möchte einen Mercedes haben? Viel Spaß damit. Oh, so gar nicht mal so schockiert. Okay, Divo. Wieso hast du auch einen Divo gewählt, Alter? Wo hast du denn die ganzen Punkte her? Ich hatte eine Isetta. Ich weiß, die Isetta, ja, die reißt ja raus. Viele haben sehr ähnlichen Geschmack. Den Mercedes-Benz Truck habe ich auch überlegt, tatsächlich. Da dachte ich, nee, komm. Ja, aber der ist halt an allen Daten mit Hochpunkte. Der wäre halt in allen, sagen wir mal, Theorie-Dingern fast immer am Sieg gewesen, wenn er nach oben gegangen wäre. Wie sieht's denn aus, by the way? Sorry, Lukas. Toll. Ja, gut. Immerhin, wenn ich jetzt nicht komplett faile. Ich bin froh, dass du den leisen Sturm genommen hast. Auto. Ja, ne? Oh Gott. Ich meine, im Reason wollten wir so auf den Sturm haben. Ich dachte mir, komm. Gott, er hört nur fast nichts mehr. Ich höre nichts. Was? Hier fahren wir den Elektro GT2 RS. Die Bugatti ist auch erschreckend leise. Der Truck geht. Ich sag gerade Elektro GT2 RS, nicht dass Porsche wirklich auf die glorreiche Idee kommt, den nächsten GT2 als Hybrid zu machen. Ja, weil der Hybrid 911er kommt ja bald. Ja. Hybrid mit V8. Nee, V8 glaube ich nicht. Also mit einer V8 Batterie vielleicht, aber. Wollen wir weiter machen, dass Andi vielleicht nicht gewinnt? Ist ja nicht so lässig zu fahren, tatsächlich. Der LKW ist sehr entspannt, der hat viel Grip. Der Bugatti ist auch nett. Ja, der Divo ist sowieso nochmal ein Ecken stärker geworden im Vergleich zum letzten Teil. Ja. Der hat auch, glaube ich, einen viel zu niedrigen LI, das haben wir, glaube ich, nicht geupdatet. Ja, das ist ein insane, das Ding.
wenn du auf einem lang. Nö, ich bin hier die Natur am Genießen. Ja, ich fahre hier tatsächlich so Oldschool 911, weil man merkt richtig so viel zu viel Gewicht hinten und vorne geht gar nichts. Oh Gott! Aber macht Spaß. Wenn ich jetzt kein Rennen wäre, wäre cool. Weil gut, ich kann ja eigentlich entspannt fahren. Also. Ja, P2 bist du ja gut dabei dann. Ich denke, den Lola werde ich jetzt nicht an mir vorbeiziehen lassen. Der ist zwar nicht schlecht im Durchzug, aber alles andere sollte. Ich muss schon mal fragen, gleich für Disziplin. Ich darf das Auto wählen, wenn Disziplin feststeht, ne? Oder muss ich vorher? Weil ich habe auch nur zwei hier nach. Du darfst du darfst es anhören und dann entscheiden. Oh, okay, wunderbar, okay. Aber wie gesagt, dann musst du halt bei der nächsten auf jeden Fall, kannst nicht, also selbst wenn du Zweiter wirst und immer noch zwei hast, dann darfst du nicht nochmal, sondern das ist halt nur einmalig sozusagen. Also einmal so ein Joker. Wenn du dann aber zum Beispiel zwei hast, gewinnst, dann auf vier und dann irgendwann ein paar Runden später wieder auf zwei rutscht, dann ist natürlich wieder aufs Neue. Okay, gut. Aber es gab es halt nur schon öfters, dass du zwei hast, dann zwar nicht gewinnst, aber immerhin Zweiter bist, dann musst du halt safe das nächste nehmen und so. Gut, weiß ich Bescheid. Ich mein Auto ist auf hier. Die Entscheidung. So, dann kreuzen wir den auch mal raus. Wunderschön. Jetzt wird's lustig. Ja, du hast nur noch einen, ne? Ja, ihr habt nur noch einen. Das ist dann darfst du ihn auswählen. Also, dadurch hat aber Stewie die Wahlmacht. Tja, da wurde Andy einfach aufgrund zu viel Macht abgesetzt. Kein Problem, ich darf vielleicht wieder wählen. Sag mal. Klaus. Bist du immer zu übermütig? Bisschen. Stewie. Let's go. Ja, schon mal zu Da muss ich nochmal kurz gucken, was denn mein Auto kann. Darf er jetzt auch eine theoretische Disziplin machen? Ja. So oder so, ja. Also, sowohl weil du nur noch eins hast, als auch weil davor praktisches Vergleich. Wäre schon gar nicht so ein schlechter Gamble. Finde ich auch. Mhm, würde ich auch machen, wenn ich du, ja. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Hubraum absteigend, sodass der höchste Hubraum gewinnt. Okay. Oder ist dann absteigend, oder? Ja, doch. Ja. Ich glaube, damit habe ich mal richtig in die Scheiße getreten. Das ist jetzt ein leichtes Problem, sagen wir, wie ist. Jetzt pass auf, Andi hat wahrscheinlich die gleiche Karre wie ich. Das wäre jetzt der Hammer. Jetzt kriege ich alle Elektroautos hier. Nicht ganz, aber... Ja, ich habe nicht so viel, wie ich gerne hätte. Wo seid ihr denn da vorne? Komm, ganz ehrlich. Das kriegst du jetzt aber nicht schon im perfekten Modus eingestellt. Das kriegst du jetzt erstmal hier. Der hat wenig Hubraum. Das kriegst du jetzt erstmal im Billo-Straßenmodus hier. Och Mann, ey, das ist doch scheiße. Das ist aber nicht gut. Ja, ihr werdet bei mir gerade nicht gestinkt. Ja, wir sehen dich auch gerade nicht. Mit dem anderen Auto hätte ich ja keine Chance gehabt. Wir können uns ja kurz mal irgendwo in die Pampa. Wir können uns mal zu Tulum porten vielleicht. Tulum? Da ist bestimmt nichts los. Ja, ganz rechts bei Colossus quasi. Ja, am Ende geht klar. Jetzt hoffe ich echt, dass... Weil ich dachte, der scheiß Karre von Streamer schon wieder so viel Hubraum. Die dummen alten Amis, ey. Ja. Ich hatte schon Hoffnung, wo er Hubraum sagt, aber dann... ich wollte gerade sagen, andersrum wäre für dich. Andersrum hätte es vielleicht funktioniert, ja. Nee, ja, der hat 1,6 Liter. Aber nach dem gleichen Rennfahren passt das, ja. Ja, dann mal so. Ja, was fährst du denn, Andi? Den Evija. Ach ja, gut, okay. Achso, der hat halt noch weniger Hubraum, ja. Ja, das, wunderbar. Ja, du hast auch nochmal einen Evija. Alter, wir haben ja alles doppelt und dreifach. Wie gesagt, alle vier Autos, die am Start da standen, sind in meiner Garage gewesen am Anfang. Ja, da muss man sich ja auch verarscht vorkommen, ey. Ja, okay. Ich habe auch doof geguckt. Ja, gut, okay, aber das ist schon mal geil für Stewie. Der gewinnt jetzt einen AMG, also für dich, dass du, weil du es ja auch nicht siehst, ich habe einen AMG One. Lukas hat einen FXXK und Stewie steht hier mit dem, ist es Monte Carlo, oder? Genau, das ist ein Monte Carlo. Wie viel hat der? Ja, 5 Liter? Ja. Also ich habe 6,26. Nein. Oh, da hat sogar Lukas gewonnen. Aber nein. Du hast immer ins Auto behalten, Stewie. Das ist ja auch Wahnsinn. Warte, AMG One und Evija, ja, und dann habe ich die FXXK. Oh, gutes Staffel. Das heißt, Stewie muss jetzt eine Disziplin auswählen und darf nicht mehr theoretisch.
Doch, weil er nur noch eins hat, darf er einmal nochmal theoretisch. Hat diese Sonderregel beschränkt? Also ich weiß nicht, es ist halt ein Sonderfall. Also normalerweise ist es halt so, dass immer nach einem, also es darf eigentlich doppelt nicht Theorie kommen. Außer man hat nur noch ein Auto. Da jetzt das erste Mal Theorie war in dieser Folge, dürfte er theoretisch, würde ich jetzt sagen, nochmal Theorie. Weil dann erst ist diese doppelte Regel eingesetzt. Also er hat ja von der Sonderregel noch keinen Gebrauch gemacht. Ja, okay, ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, ist erlaubt. Er dürfte jetzt nochmal Theorie machen. Ich will mal kurz meine beiden neuen Schätze am runterdrücken vom. So, also Hubraum absteigen, so. Und ja, das ist ja geil. Für, also das hätte ich nicht gedacht. Nice. Ich hatte gedacht, 7, 8 Liter Hubraum, wenn du den schon so trotzdem nimmst, Alter. Nee, der Modifikado, der alte, der ist ja schon so in der Zeit mit Downsizing und allem. Also nach 74. Oder, dann bin ich jetzt mit meinem Fahrzeugquartett gerade wieder ganz okay zufrieden. Schon wieder ganz gut reingekommen. Ja, das ist halt ein Mega-Gewinn auf jeden Fall. Das heißt, wir sind jetzt aber durch, ne? Ja, es ist jedes Fahrzeug einmal verwendet worden, korrekt. Ja. Nee, ich habe noch nicht alle verwendet. Ich habe ja gerade andersrum gedreht. Mein nächstes habe ich noch nicht genommen. Dann würde ich als nächste Kategorie geringste Leistung gewinnt. Oh, das bin knapp. Ja, Leistung Newtonmeter oder kW? kW. Mein PS. PS am liebsten. Oder PS in dem Fall, ja. Okay. Ja, okay. Das ist noch von, das ist die Liste, die ich habe, ist noch von Horizon 4. Aufsteigen dann quasi. Ja, ja gut, dann verliere ich das nächste Hammerfahrzeug. Ich sehe schon wieder, das endet in einer ganz bösen Geschichte. Also wenigste Leistung gewinnt, ne? Aber warum, Moment, warum darf man, achso, du hättest immer noch ein Auto, ja, genau. Okay, stimmt, ja, okay, genau. Sorry, ja. Immerhin noch. Warte mal, nicht erschrecken, ich werde kurz mal versuchen, wieder reinzukommen. Also ganz ehrlich, ich würde behaupten, Andi ist weg, oh mein Gott, ich krieg Panik. Was? Oh nein! Oh Gott, also, der wird jetzt. Ja, du ist vielleicht bei wenigster Leistung schlecht, nicht so gut Auto. Ja, was soll ich machen? Der ist jetzt halt dran. Ja, ich soll ja nichts tun. Du kannst nur noch Andi versauen. Ich bin da synchronisiert, wunderbar. Ah, ja, das heißt, ich komme hoch. Runter. Ja, aber Andi wird ja, hat ja auch noch solche Bestien. Der hat bei wenigster Leistung hat der Monte Carlo so wenig. Der hat nicht viel, der Monte Carlo. Was? Der dürfte unter 300 haben. Unter 200. Ja, wenn er nur 5 Liter hat, da ist ja kein Motor drin. Oh. Der hat 182 PS. Okay. Mein Startgebot. Ich hab 300. Die hat aber auch, wobei, der dürfte auch irgendwas um die. Wie viel hast du, Andi? Im Moment, wie viel hast du, Lukas? 340. 304. Scheiße. Tschüss, Audi. Was, wie viel hat der Hammer? 304. Boah. Andi hat den Hammer jetzt. Also, ich will nur mal festhalten, ich kann. Eure PS-Leistung addiert, kann ich mal sowas von locker zweimal hier reinbauen, ja? Ich würde mal sagen. Ja. Also. Oh Mann. So, wer hat jetzt gewonnen? Stewie, ne? Stewie mal wieder, ja. Ja, ich das heißt ja jetzt ja endlich. Immer gewinnt Stewie, ey. Und den RS3. Und einen Audi. RS3. So, das heißt, jetzt machen wir was. Jetzt muss ich einkaufen gehen. Weil den Divo habe ich, glaube ich, nicht in der Garage. Was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie ein ganz komisches Meeting hier. Ja, Verkehr ist auf jeden Fall. Läuft. Verkehr ist auch, ja. Also, ich räume mal auf. Oder so. Hilfe. So, einmal durchmischen. Wollen Sie jetzt fahren? Jawohl. Hast du schon eine Idee, was zu fahren willst, Louis? Wir haben schon beide Straßen-Events aber hinter uns, oder? Nee, Rundkurs haben wir noch nicht. Praktisch darfst du so viel du willst. Also kannst du immer Rundkurs, immer Sprint, das ist kein Problem. Du kannst auch immer einen PR-Stand machen. Das ist alles, nur die theoretischen sind einmalig. Genau. Also wenn du einen Sprint oder Rundkurs willst, feel free to do. Nee, dann machen wir das einfach so, dass wir den Blitzer an der Autobahn nehmen. Okay. Darf ich das Getriebe umstellen? Nein. Ich glaube nicht. Schade. Von wo fahren wir denn an? Startpunkt musst du entscheiden. Ja. Wir müssen erstmal noch einen Blitzer auswählen. Den Autopista-Blitzer, also der in der Nähe vom Festival. Und wir starten, hätte ich mal gesagt, bei dem
Autobahnkreuz östlich davon. Also das also direkt in der Mitte von dem. Genau. Okay. Was welcher Blitzer und Cordilla. Wohin? Also der Autopista-Blitzer. Genau. Ja. Und da davon eins nach rechts die das Autobahnkreuz. Ja, und wir starten oben auf dem Kreuz. Natürlich gewinnt der mit dem höchsten Wert. Ja, das hast du nicht, das kannst du nicht entscheiden. Das hast du nicht zu entscheiden. Das wäre jetzt halt natürlich ein lustiger Blitzer, der am niedrigsten. Also jeder rollt da nichts rein. Wer am langsamsten reinkommt. Ja, das habe ich halt natürlich schon verkackt, nicht. Alter. Ja, aber das Problem ist, der war ist zwar stimmt. schnell, aber nur mit angepasstem Getriebe. So läuft der halt irgendwie nur 300 oder so. Das Autobahnkreuz meinte. Ich dachte, das war da rechts. Welches meinst du denn von den beiden? Die meinst das Kreuz, das wo wir jetzt hier zu dritt schon okay, stehen. Sorry, hopp, also, ich bin mal am anderen gelandet. Mein Fehler. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass Andi einfach die Leistung nicht auf den Asphalt bringt bis darüber. Meine Jungs. Oh Gott. Und dann... Ja, ich hab den... Ja, wobei so gehabt. Schnell... Ja, du hast schon nicht... Ach egal, ich fahr jetzt einfach. Ich verkack sowieso. Oh Gott, der hat ja Beschleunigung des Todes. Ich warte noch einen kurzen Moment. Okay, ich warte noch einen längeren Moment. Oh, ja, bitte, die sei einfach länger. Wobei, so lang ist der Anlauf gar nicht, merke ich gerade. Ja, das war nämlich gerade auch das, was ich so ein bisschen dann... Oh, das Gerät ist gar nicht so schlecht. Haben sie das geändert? Okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Oh Gott. Ich sehe nichts durch euren Namen. Also hier auch zum Beweis, das ist stocked. Ich habe das nicht umgestellt. Ah doch, ich habe es umgestellt. Hey, wann habe ich das umgestellt? Ich bin denn nie gefahren. Okay, ich muss nochmal fahren. Ich hatte wohl das Getriebe schon umgestellt gehabt. Das wäre ja natürlich jetzt gecheatet gewesen. Ich fahre nochmal. Aber meine Geschwindigkeit, ob ich nicht vergesse. Ich habe gedacht, ich habe den noch nie im Finale. Ich habe den natürlich in der Preview gefahren, aber ich habe gedacht, ich bin den hier noch nie gefahren. Aber scheinbar doch. Es ist gut, dass nicht so viel Anlauf war. Es ist kein Topspeed-Ding gewesen. Das ist schon mal gut gewesen. Ja, das war echt schlecht gewesen. Du hättest mit dem Bugatti jetzt zu Topspeed nehmen sollen. Trotzdem habe ich schon jetzt verloren. Ansonsten wäre es geil gewesen. Ich hatte 441 gerade. Alter, aber was? Aber ich habe so wenig Autos. Ja, aber das Autos. Zählt ja nicht. Das war angepasstes Getriebe. Und ja, das ist natürlich scheiße. Ja, ich glaube, ich werde aber den Wagen auch abgeben. Ich hab's. Ja, was habt ihr denn ja, ich jetzt? Auch. Ich habe 356, weil Getriebe. What the fuck? Ich habe 338. 367,26, das heißt, Andi gewinnt und ich behalte. Ja, es hat scheiße, sonst hätte ich das gewonnen. Schade. Ich das halt schade. XK und. Eva, ja. Ich hab wieder zwei Autos, das heißt, ich kann wieder auswählen. Jetzt hab ich ein Problem auf jeden Fall. Das heißt, ich hab wieder eine Eva, aber das war nicht meiner. Korrekt. Nee. Aber es ist gut, ich habe jetzt wieder freie Wahl, das ist praktisch. Inwiefern hast du freie Ich habe halt die ganzen Ich hab jetzt wieder zwei Autos verloren. Ah, okay. Ja, ich bin wieder zurück auf zwei, deswegen kann ich jetzt wieder... Das ist ärgerlich. Warte mal, habe ich den Wagenstock? Ja, ist noch neu, okay. Zum Glück habe ich das jetzt nochmal gemerkt, ey. Sonst hätte ich ja wieder Shitstorm des Todes bekommen dafür, für die Aktion. Okay, der ist leider... Ja, was passiert? Ich würde sagen, es passiert. Gewichtsverteilung haben wir nicht, oder? Ja, schade. Dann machen wir einen Rundkurs. Straße. Wen nehme ich denn? Ja, gut. Nächster Wagen weg. Oh, das läuft gerade aktuell ziemlich gegen mich. Das ist die Frage, welcher Rundkurs ist eine gute Idee? Jeder. Ich glaube, der hier. Andere Bude jetzt. Ich suche gerade das andere Auto. Ich bin gerade so bescheuert, den zu finden, glaube ich. Was? Feuert. Nee, ich nehme den anderen. Komm, probier mal. Warte. Hast du nicht einfach eine Driftzone oder so nehmen können? Hätte ich auch ganz cool gefunden. Der nämlich die Reihenfolge. Das ist schlecht gewesen, ja. Ja. Sagst. Nein. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt. Ich hab meine Reihenfolge jetzt bestimmt. Also auf. So, wir stellen natürlich wieder einen tollen Sturm ein. Lass mal damit aufhören, was ist denn ein scheiß Problem mit dem Wetter hier? Er will halt einfach zeigen, dass er es kann und ich nicht, wenn man die letzten Wheelspin-Folgen anguckt. Allerdings, ich habe es auch immer in Gebieten probiert, wo es eigentlich nicht gehen sollte, aber ich wollte einfach diesen Sturm in der Wüste sehen, beziehungsweise den Sandsturm im Regenwald, ist doch klar.
wirklich. Ja, Lukas, kannst du bitte so ein akutes Signal oder ein akustisches Signal geben, wenn du vorbeifährst? Weil man hört dich sonst nicht. Ja, das ist gefährlich, sowas. Tut mir leid. Ich kann starten, ja? Mhm. Ja. Optimal. Also eigentlich nicht, aber mach halt. Gar keinen Bock. Ja, danke. Ja, sorry, ich hab dich nicht gehört. Ja? Ich stand. Ja, richtig. Ich hab dich aber nicht gehört, wie du da standest. Sorry, mein Fehler. Ich hab, glaube ich, den von Lukas vor der Folge geschrieben. Eben. Ich hab keinen Ingame-Sound mehr. Echt? Ach nee, bei vorm Event starten. Das kann passieren, den hatte ich auch schon mal gebuggt. Okay. Außer du hast Showdown. Nee, den Rennen dürftest du gleich wieder haben, außer du hast Showdown, genau. Hab ich nach meinem Wissenstand nicht? Merkst du gleich. Oh je. Also wenn du ja, dann war es ein Fehler, dann starten wir neu. Aber... Ja, gut, man hört ja jetzt eh nichts. Das mache ich ja jetzt egal. Ist ja egal. Man hört jetzt ja eh nichts. Also. Das war El Plan. Ja, ist kein. Ja. Oh je. Ja gut, der Tim ist einfach viel flinker um die Kurve, da brauche ich nichts versuchen. Ja, aber du hast fünfmal so viel Leistung. Ja, aber wo soll ich die denn hier ausfahren, Alter? Überall. In den Kurven. Ist auch wieder da. Auf der Bremse. Ja, gut, hast du recht. Kommt bei der RS3E wieder, habt ihr recht. Alter, was geht denn? Achso, das ist aber ein Ghost-Mode. Okay. Alter, wieso ist der so drifty, ey? Geh weg. Kann Ken Block auch mal bitte seine Autos nicht auf Drift auslegen, wenn ich Rennen fahren möchte? Danke, bitte. Boah, die haben ja den Ding so übelst verhunzt, ne? Den Ford Focus SRX. Der ist ja ultra auf Drift hier ausgelegt ja, im Spiel. Der ist überhaupt nicht mehr Rallye-Cross-tauglich. Ich hab den erstmal komplett umtunen müssen. Ja, da auch ein bisschen lang da mit der Kiste wie die Hölle. Also das ist immer einer meiner Lieblinge gewesen für so Dirt oder? Und so, aber das ist ja jetzt aktuell Stock nicht so zu gebrauchen. Auch rein. Ist ja gutes Schatz hier so ein bisschen mit gerade ist. Das kriegt mir auf jeden Fall ein bisschen die Karten. Ja, so ein bisschen. Weil du musst alle Kurven kriegen. Ja, du darfst keinen Checkpoint verpassen, keine Wand berühren. Ja, du bist in den Kurven viel schneller, das merkst du doch selber. Die Kurven habe ich echt böse vom Gas gegeben, weil du einfach den Gewichtsvorteil hast. Das scheiß, die liegt ja ein bisschen was. Habt ihr auch, wenn er aus der Innensicht guckt, okay, gut, das hat Andi halt nicht, aber so alles übelst hell, das kannst du gar nicht. Oh Gott. Oh ja, Gott. Das geht ja gar nicht. Nee, ich hab's auch gerade gedacht, ach komm, ich fahr jetzt ein bisschen aus der Cockpit-Sicht, wenn schon, aber dann dachte ich so, okay, nee, das war doch lieber. Ja, ich hab's wohl schon nicht. Warum nicht? Ja, warum wohl? Ich wollte es trotzdem getestet haben. Das ist ein sehr angenehmes Rennen. Und dann beschwert sich noch mal jemand, dass Horizon 5 einen zu krassen Blaufilter hat. Also ich sehe hier keinen Blaufilter, ja? Ja. So, Lukas, letzte Runde. Denk dran, keinen Checkpoint verpassen. Gut, ich kann mich nicht verschalten. Ah, Lukas ist eine mentale Bank. An die hast du keine Chance. Ja, ich weiß, der wird ja keinen Fehler machen in der letzten Runde. Sonst würde er ja das Auto verlieren. Nee, und auch nicht im letzten Checkpoint. Alter, ich krieg halt keine Kurve, ne? Irgendwie auch so komplett lustlos, dieses Auto hier zu fahren. Ich habe mir null gemerkt, welche Reihenfolge ihr welche Autos habt, welche Autos ihr alle bekommen habt. Das ist echt nicht bemerken. Ich weiß nur, dass Andi gefühlt alles geil war. Das macht es doch gerade lustig, wenn man nicht. Hey, jetzt ist der Sound vom Sturm weg. Ja, weil jetzt Regen kommt. Im Sandsturm. Ah ja, tatsächlich. Auf Sand folgt Regen. So, ja, Andi, sieh ja. Ist okay. Hast noch eine Kurve. Machst du gut. Ich war halt so scheiße gerade. Schon schmeißt natürlich. Mal kurze Frage, wenn ich aufs gewinne und meinen ja wieder hinten dran schreibe, welche Reihenfolge ich dran schreibe, ist total Bums. Ist dir überlassen, ja. Eigentlich, also wir haben es mal festgelegt gehabt, aber mittlerweile ist es eigentlich okay. Bums. Ich mache es meistens aber so, dass ich das Verliererfahrzeug als erstes schreibe, dann den zweitletzten und dann das, was ich gerade eben hatte. Komm, machen wir mal so. Aber mach's, wie du willst. Nee, ich so habe ich es aber auch gemacht. Ich finde gut, dass ich bald mein Grundquartett wieder zusammen habe, wenn ich eure Autos da hinten alle gewinne. Das ist angenehm. Ja, ich hatte zwischenzeitlich mal ganz gut an Fahrzeugen. Mittlerweile habe ich nur noch zwei. Oh, was nehme ich also denn es jetzt? Es läuft gerade ziemlich entgegen. Das Problem ist, wenn du einmal in so einer Niedrigphase bist, dann wird es schwierig. Warte, Hubraum hatten wir nur
Nee, jetzt mal gucken, was ich mache. Welche hatten wir jetzt? Hubraum hatten wir absteigen. Beide. Also okay, aufsteigen okay. Geht noch. Ach so, stimmt, den habe ich ja nicht genommen vorhin. Ja, muss ich gucken gleich mal. Ja, ich überlege. Wieder bei toll, zwei Autos. Diese Regentropfen, du bist wieder bei zwei, dann darfst du frei wählen, ne? Ja, ich auch. Ich habe auch noch ein Auto. Da muss ich jetzt aber echt überlegen, wie ich es jetzt an. Ah, das ist bei mir eigentlich scheißegal. Also die Autos nehmen sich jetzt nichts. Darf ich auch frei wählen? Schade. Ja, dann du kannst freiwillig wählen, deine Autos an die Bedürftigen abzugeben. Ja? Dann nehme ich Hubraum aufsteigen, also der niedrigste Hubraum gewinnt. Das ist okay, glaube ich. Der niedrigste gewinnt. Mhm. Ach, das ist doch scheiße, ist das. Auch weil das ich Glück habe. Es tut einfach alles so weh. Also ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach den. Es ist einfach, schön, also, dass ich mit einem Auto zweimal in der kleinen Kategorie antrete. Nach vorgefahren gerade. Achso. Ja gut. Ah, ihr tut mir so weh. Mein Herz blutet. Toll, dass dieses Auto in der einen Kategorie verloren hat und im anderen jetzt gewinnt. Schön, dass meine Auswahl dir jetzt hilft. Ja. Ja. Ich will den Monte Carlo nicht. Geh weg, komm, lass wegstecken, die Kiste. Also 5 Liter. 1,6. Ja, 0,5. Ja, genau. Ja. 2,0. 3,8. Okay, geht jetzt zwar erstmal in Monte Carlo, ne? Ja. Ja. Ist doch auch mal was. So, jetzt ist lustig. Stuy und ich haben beide nur noch einen. Ja, dann dürft ihr ja wieder eh raus. Nur einen, also bist jetzt einfach du dran, der Fairness halber. Könnten wir so machen, aber die Regel sagt Zufallsgenerator. Und deswegen nutzen wir den auch. Oh, Ray ist noch ein Porsche. Ray sitzt noch in einem Porsche. Der Zufallsgenerator wird ihn auswählen. Das ist schauen wir mal. Ich bin höher als meine Startauswahl. Ich bin mit auf 6 Autos hoch. Das hat sich auch noch mal gewendet. Nee, Stuy darf. Okay. Okay, ja, ich merke schon. Ich glaube, es gab im Quartett von Horizon 4, glaube ich, kein einziges Mal den Fall, dass einer komplett rausgeflogen ist. Ja, heute, glaube ich, habe ich so irgendwie das Gefühl, es wird zum allerersten Mal schon in der ersten Folge passieren. Und warum bin ich der traurige Tropf, den es passiert? Naja, ich habe mich zu früh gefreut, dass ich die erste Disziplin gewonnen habe. Du kann auch noch rausfliegen, wenn er jetzt Mist macht. Oder natürlich, aber er hat schon mal die Qual der Wahl, also es kann jetzt gar nicht mehr so wild werden. Ich möchte nur sagen, wenn Lukas und ich 1 und 2 werden, in was auch immer für eine Disziplin, seid ihr beide raus. Stimmt. Das ist schön. Yeah, klar. Fairness halber, so, machen wir das so. wir fahren einfach nicht. Oder egal, was du jetzt machst. Was du hier? Also höchster Topspeed gewinnt. Ach komm, geh nach Haus. Das könnte ein Problem sein. Was Problem? Ich weiß, du musst entscheiden, wo wir denn ausfahren tatsächlich. Fangen wir mal bei dem rechten Blitzer an der Autobahn an und dann fahren wir halt mal die ganze Autobahn entlang. Die ganze. Gut. Bei dem rechten Blitzer, ach so, da drüben meinst du den Bundesstraße? Bundesstraße genau. Ja. Da habe ich das Gefühl, dass Topspeed ich jetzt nicht unbedingt viel habe in dem Auto. Ich streiche den Wagen jetzt schon mal im Vorhinein, weil was soll da groß. Das kann ja nur verloren werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit dem hier wird. Moment, wartet auf mich. Oh, ich bin auch. Oh! Ja, okay, die Viper ist mit einem anderen Getriebe, ist geil. Aber nicht mit dem Seriending. Andere Getriebe gibt's nicht, durfte ich vorher auch nicht. Wie viele habe ich denn? 4, scheiße. Ich habe die Viper mal auf Rennumbaum gemacht, da fährt die fast mit 2000 PS über 430. Ja, okay. Ja, so, fahr schon mal vor. Ja, mach mal. Komm, fahrt einfach. Ich reich schon mal das Auto im Hintergrund, ne? Ich hab ja genug Zeit beim Schalten. So, gestrichen in der Ruhe, jetzt will ich den dritten Gang. Ich hab gleich Grip. Das ist traurig. Ich glaube, ich verliere gegen diese Viper. Ich glaube, ich brauche mehr als die Autobahn, um auszufahren. Fuck. So. Ich hab's gerochen, dass es so passiert. So. Anni, kannst du bitte aufhören, den Verkehr mir in den Weg zu fahren? Das wäre echt geil. Das ist, finde ich, schon nicht sehr fair hier. Kurz als Info, ich hatte gerade die 200 jetzt geschafft. Doch, also ich krieg eine zweite Luft, wie es scheint. Wenn Anni weiter in den Verkehr rammt und ich hänge Begrenzer. Ja gut, jetzt noch keine Scheiße bauen. Aber es zählt ja, ne? Es zählt ja nicht an den gewissen Punkt, es zählt einfach nur die höchste, die jemals erreicht wurde. Ja. Eine Million. Also eigentlich müssen wir die Autobahn noch gar nicht zu Ende fahren, würde ich schätzen, oder? Ja, also ich bin jetzt auch ziemlich fertig, außer es geht jetzt nochmal berg runter. Ja, ganz am Ende ist nochmal so ein Bergabstück. Da ja, das schenke ich mir jetzt mal.
Ich bin noch nicht mal bei dem einen Autobahnkreuz. Mir ist es, glaube ich, ziemlich nah zusammen, glaube ich. Was? Ich hänge im Begrenzer seit einer halben Stunde. Ich noch nicht. Ja, wunderbar, ich sehe dich noch. Ich glaube, ich schaffe dich noch nicht. Ich fahre jetzt nicht wirklich weg. Du bist trotzdem schneller. Okay. 427. Okay, ich habe, ich sag's dir jetzt... 4 Okay. Und es ist kein Schaltjahr. Ich wollte gerade sagen, das ist wichtig. Ich hatte 317. Boah, 58. Da hatte ich ja nochmal Glück. Ja, aber knapp war das. Das war ja richtig. Das war ja richtig krass. Ja, und das Lustige ist, ich habe halt immer noch eins. Also das heißt, jetzt darf ich mal auswählen. Yay! Ja. Oh Gott! Sehr gut. Das heißt, als nächstes kriege ich ein RS3. Kriegst du wieder, kannst du behalten, die Karre. Jetzt bin ich jedes Mal zurück, Mann. Und die Formel Driftwiper. Und F. Also, um ehrlich zu nehmen, gewinnst du nur gerade meine Autos, richtig. Das Dumme ist, also mit dem theoretischen Vergleich brauche ich schon mal gar nicht kommen, weil da, wo das Fahrzeug gut ist, so wäre der Hubraum, der ist schon mal raus. So, Gewicht ist auch raus und Leistung, drüber nicht reden, das ist nicht der Rede wert bei dem Fahrzeug. Das heißt, mir bleibt sowieso nur ein Gen. Ja, dann warte ich noch, bis ich das Auto gewählt habe. Frage ist, welches? Hab ich den Stock? Ich weiß nicht, ob das Stock ist. Ich guck lieber mal nach. Gucken mal. Straßenszene gibt's ja mittlerweile auch. Nur die Stück. Aber ich weiß nicht, ob ich... Will ich jetzt... Beschleunigung war jetzt ja gerade nicht so berauschend, deswegen muss ich eigentlich irgendwas nehmen, was so ein bisschen... Oh Gott. Nee, den will ich so nicht fahren. Bisschen... Okay, also wir fahren einen Rundkurs. Okay. Ja? Yeah. Und ich brauche Lelit. Ja, warte, ich stelle Auto kurz auf Standard zurück. Also ich hänge im Ladescreen, ich kann gerade eh nicht raus. Da habe ich schon eine. Wie er auf Zeit spielt, nur dass er jetzt Angst hat, jetzt auf einmal in eine Niederlageserie zu kommen. Ja, ich habe Auto verloren. Ja, mein. Oh, mein trauriges Beileid. Ich habe alle verloren. Gut, okay, das Auto, was ich jetzt habe, ist immer noch aus meiner Starthand. Das muss man so sehen. Also ich habe jetzt... Ne? Kein Fremdprodukt. Davon ist bei mir nichts mehr übrig. Alles weg. Alles weg. So, dann gucken wir doch mal. Ich habe mal gerade kurz zwei Autos wieder bei, die ich noch gewonnen habe. Die habe ich noch nicht. Also habe ich schon, aber nicht sehr viel. Ich habe gerade auch zurückgesetzt. War mit dem nächsten Event logischerweise. Also den da. Ihr seid ready, ne? Ja. Moment. Ja, bin ich. Das Problem ist, ich werde damit trotzdem nicht gewinnen. Aber gut, was will ich machen? Was will ich machen? Was willst du tun? Tja, du bist ein echter Gangster, wenn du das noch kennst. Ja, pack's einfach vom Internet. Damals, als man sich diese Videos noch quasi per USB und CDs und so geteilt hat, Infrarot. Weil es noch nicht wirklich gab. Ja, ne, okay, mit Infrarot hab ich jetzt noch nie was geteilt, aber ja. Ausgedruckt. Blu-ray, ne, nicht Blu-ray, Bluetooth heißt es, ja. Genau. Hafermann, okay. Da machst du das ja, gut, aber was hast du denn für Vorstellung? Das ist ja schon interessant. Alter, okay. Aber ich glaube, der Busser sollte theoretisch besser liegen, während halt der 918 aufgrund seines Allrads halt natürlich schon gut. Ach, ich dachte, das Duell ist zwischen dir und dem Escort. Ich dürfte auch den Namen schreiben. Beschleunigungstechnisch auf jeden Fall. Ich bin in Mosa noch gar nicht gefahren, deswegen muss ich erstmal kurz mich akklimatisieren mit dem Fahrzeug. Ja, und man sieht halt eindrucksvoll, dass Leistung halt in dem Teil nicht von der Hand zu weisen ist. Ja, nee, ich wünsche gleich wieder Spaß mit meinen beiden Autos. Nee, überhaupt nicht. Das Lustige ist halt, wenn es jetzt so weitergeht. Hast du gleich wieder ein Bauch ein Auto? Dann, ja, bleibt halt. Schon wieder ein Auto wieder wählen und ich werde halt die ganze Zeit Rundkurs fahren, weil was will ich groß anders machen mit dem Auto hier? Okay, fährt ein, wäre lustig. Warte mal, hier merkst du wieder. Da, wo die Kurven sind, ja. Ich muss rennen wir mit mehr Kurven.
Ja, dann kommt irgendwann mit dem Aerial Atom und dann ist vorbei. Gut. Ja, das war schon richtig keine Straßenszene oder einen Sprint zu wählen, weil. Ja, ja, also ja, jetzt keine Chance. Geraden sind, seien halt. Gut, es gibt ein paar Sprints, die relativ viele Kurven haben, aber trotzdem. Da kannst du mal aufhören, so eine Driftorgie da vorne zu machen. Furchtbar. Ist ja keine Luft. So krass, immer da, wo ein bisschen Beschleunigung das Stück ist, siehst du aber komplett weg. Das ist echt krass. Das ist auch gut so. Nein, komm her jetzt. Ich will auch mal wieder Autos haben. Nein, ich will nicht. Das ist nicht gut. Ja, also ich komme aber nicht näher als das ran, leider. Das ist gut. Aber so nah war ich noch nie. Muss man mal ganz klar so sagen. Andi, spürst du den Druck, den Checkpoint zu verpassen? Ich meine ja nur so. Bin ich bloß nicht unter Druck gesetzt. Nein, bin ich nicht. Aua. Aua, jetzt. Ich sehe nur noch einen Punkt davon. Könnt ihr euch mal eigen? Bin jetzt in dir drin, Andi. Spürst du mich schon? Okay. Oh. Da hat er Checkpoint. Oh. Der war abgemessen. Hat die Rücken vorher außen genommen. Das echt knapp bei euch, ja? Nein. Ja, easy. Als Orten, als okay, Orten. Easy war es nicht, aber war geil. Aber das zeigt, dass tatsächlich die LIs in dem Teil doch schon ganz gut funktionieren. Wobei man sagen muss, bei einem Sprint oder so hätte ich keine Chance gehabt. Aber war geil. Und ja. Andi hat auch ein paar Mauerkontakte gesucht. Das hat man wahrgenommen. Ja, ich wollte halt dann absolut einen RS3 und einen Kossi. Diesmal musste ich ihn halt auch so im Oberlimit bewegen und ja, dann war ich halt ein bisschen drüber in der letzten Runde am Limit. Die ersten zwei waren okay. Ich glaube, wenn ich so gefahren wäre wie der zweite, dann hätte ich es gewonnen. Sodele. Aber gehört halt dazu, passiert. Du darfst ja trotzdem jetzt wieder wählen. Aber jetzt darfst du es auch nicht frei wählen. Sei denn, jemand hat nur noch eins, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich habe nur noch eins. Echt? Ja, nee, ist klar. Der irgendwie gefühlt über 10 Fahrzeuge schon wieder bunkert, wie ich es vorher gesagt habe. Es läuft immer gleich ab in den Formaten. Ich war so froh, ich hatte mal 6 Autos, ey. Jetzt der müsste ja an sich schon 2 E-Vichas haben, oder? Nee. Hast du da gerade einen? Okay. So, dann gucken wir doch mal. Habe ich den überhaupt? Wahrscheinlich schon. Wo ist er denn? Da. Oh, den habe ich getuned. Okay, ich muss erst einen neuen kaufen. Ich könnte ihn ja auch zurücksetzen, aber nein. Oh. Lieber das Fahrzeuglimit des Spiels ausreizen. Ja, hey, noch habe ich Platz im Fuhrpark. Also immer. Wie weit ist das Limit? 700? 1000 war noch okay. Ja, gut, dann habe ich auch noch Platz. Also, was haben wir? Hubraum ist weg. Gewicht macht keinen Sinn. Preisvergleich haben wir noch nicht gemacht, ne? Aufsteigend. Nur absteigend ganz am Anfang. Ja, dann machen wir mal Preisvergleich aufsteigend. Dann machen wir mal einen Preisvergleich aufsteigend. Das heißt, günstigster gewinnt, ne? Ja. Jetzt kommt er wieder mit der Isetta. Nee, Isetta ist aber nicht so günstig. Oh, scheiße, Alter. Aber Isetta hat doch bestimmt Sammlerwert. Ja, hat sie nicht. Hat sie wohl. Natürlich hat sie das. Die kosten mindestens 50.000. Wir nehmen Mobil und eBay Kleinanzeigen als Maßstab. Obwohl mir das dann auch egal ist, bin ich ehrlich. Ich komme mal hier rüber. Ich guck jetzt. Goldene Isetta, was die wert ist. Moin. Ja, er verliert auf jeden Fall. Ja, aber hallo. Seid mir eigentlich krass, aber irgendwo bei den Bremsen in der ersten Kurve. Ich streiche ihn schon mal, aber du kannst trotzdem gleich gerne weiterreden. Alles gut. Das klingt komisch, aber okay. Als ob die jetzt nur 20.000 oder so kostet. Ja, 20 gut. Nicht. Geh weg. Ich mache jetzt nur mit den beiden. Da war die Keklehube. Das ist ja schon wieder gewinnt, ey. Das ist nicht wahr. Ja, ich sag ja, das ist egal. Das Format ist einfach nur für Andi. So wie ich quasi Wheelspin habe, wo alles gegen mich läuft, ist Andi Quartett quasi genau nur umgekehrt. Alles für Andi. So. Ich weiß also immer noch gegen nicht, dich. Ob der RS6 der RS3 günstiger ist. Ah, ja. Das werden wir gleich rausfinden. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir beginnen mal mit dem Evaya. 2,5 Millionen. Das ist geschenkt. 300.000. Das ist auch geschenkt. Und dann würde ich sagen,
Also ich bin bei, Moment, jetzt muss ich aber genau gucken, bevor ich was Falsches sage. Das Problem ist, warum ist Audi so teuer? Wollen wir vom 10.000er angehen? Ja, okay. Okay, 4. Die 4. Ja, also 40. Also 4, ja, ja, 4 ist meine erste Zahl. Ja, meine auch. 5? 2. Ja, und was? Was? Das ist auf dem RS3 günstiger als eine Isetta. Ja, natürlich, ich sag doch, Isetta hat Sammlerwert. Ich hab doch gesagt, die hat so um die 50.000. Okay, 45. Geil, damit gewinne ich jetzt einen Evija und einen Viper. Und die Isetta bleibt bei mir. Das ist meine. So, und trifft Viper. Ich find's gut, ich hatte vorhin 6 Autos, jetzt bin ich von 6 auf 3 runtergekracht. Das ist so, damit bin ich dann wieder dran. Wieder nur eins, das gibt's doch nicht. Ja, geil. Ich geb dir schon mal, den Dings, weil theoretisch, also Theorie haben wir bald alle durch, also viel gibt's ja jetzt nicht mehr. Man merkt, dass wir Autos sehr theoretisch ausgewählt haben. Ja, ist ja okay. Es muss ja beides dabei sein. Das ist ein taktisches Spiel halt. Baujahr hatten wir gar nicht. Hat sich, glaube ich, niemand für irgend so ein was. Also da wäre die Isetta natürlich auch ganz. Eigentlich ist die Isetta voll gut für solche Disziplinen. Ja. Aber hätte ich eine Isetta gewählt, wäre ich wieder bei irgendwas rankommen, wo wir ein Rennen fahren oder so. Wegrennen. Ist dann halt wieder. Ja, ist echt so. Ohne Scheiß. Ja, es ist halt, da hatte ich halt Glück, dass ich die Disziplin wählen durfte. Ja. Dass ich die Isetta hatte. Wie immer halt, ne? Hast du ist auf der Karte. Okay, okay. Ja, ja. Hm. Warte, ich wähle schon mal. Achso, nee, du musst erst sagen, was wir machen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde vorher noch nicht wählen. Hm. Oh, das Rennen bin ich noch nie gefahren, okay. Mit so viele Rennen, die ich noch nicht gefahren bin. Ja, zum Teil, Wir sind wahrscheinlich schon alle gefahren. Machen wir das doch einfach. Machen wir, machen wir. Hier, das Beschleunigungsrennen am Flughafen. Was ist denn dein scheiß Problem? Also ein Track Race. Ja, ein Track Race. Okay, das wird jetzt das heißt, ultra spannend. Es zählen aber nur die ersten 100 Meter, oder? Weil dann hätte ich eigentlich ganz gute Karten. Nee. Da bin ich jetzt nicht so dafür. Das könnte ein super spannendes Rennen werden. Ich weiß es nicht, ob der hier taugt. Also in Punkto. Oh Gott, ich habe noch 100 bin ich dabei. Noch nie. Ach ja, ach komm, ey! Ja, aber Topspeed habe ich keine Chance, Lukas. Ja, guck mal, was neben dir steht. Ja, ein Divo, weiß ich. Achso, ja, beide ein Divo. Nein. Oh Gott. Uff. Ach so, oh. Ja, wunderbar. Deswegen meine ich, dass du super spannend bist. Ja, Stuhl hat auf jeden Fall Divo, das wusste ich. Aber der halt auch. Ja, liegt daran, wer von euch besser am Start wegkommt und vernünftig schaltet. Ja, und da ja die Track Races so hoch anspruchsvoll sind, kommt es wahrscheinlich sogar eher auf die Netzwerkverbindung an. Cool. An den Autos. Ja gut, hat er sich ausgesucht. Naja. Kann man nicht machen. Das ist nicht mein Bugatti, den ich hab. Muss ich da aber jetzt erst auf veröffentlichen drücken? Oder wie? Genau, veröffentlichen. Ah, und dann Das wird wahrscheinlich auch die letzte Disziplin sein. Nein. So, alle bereit? Da. Ja. Let's go. Sagst du. Ey, da kriegt man den GT2S und der macht ein Viertelmeile, er macht Drag-Rad raus. Ey, ich krieg einen Anfall. An sich ja nicht schlecht. So ein GT2S könnte ich mir auf der Viertelmeile oder. Ja, ja. Ist ja nicht ein Viertel, das ist, glaube ich, eine ganze Meile. Ja, ja. Sogar gut vorstellen. Aber wenn halt der bzw. die Gegner einfach mal ihre Divos auspacken, dann ist halt natürlich Ende Gelände. Ich kann ja nichts machen, dass ich immer nur noch den Divo übrig habe. Mein Beileid. Ja, das ist schon echt bitter. Tust mir richtig leid, tust du mir. Stewie, wie geht man damit um? Wie geht das so psychisch so? Wie machst du das? Ja, erstmal Monte Carlo nehmen und dann Divo dabei raus. Okay. Also zwischen Andi und Stewie können es spannend werden. Die haben selben LI. Ja. Ich glaube einfach, dass ihr beide eine Connection hatten, der Porsche gewinnt am Ende. Wahrscheinlich der einen besseren Untergrund jetzt hier am Anfang hat. Guck mal, wie ich mithalten kann. 0 auf 100. Andi rammt einfach. Dann ist halt vorbei. So, jetzt in Windschatten. Stimmt. Ja, den gibt's halt, glaube ich, nicht im Spiel. Doch. Wirklich. Gibt sich, dass er jeden 2S vom Hunigen so auf die Fresse kriegt, Alter. Ja, merkst du was? So, wo ist mein Nuss? Das ist natürlich schleunig halt immer noch durch, ne? Also, ist immer noch kein Ende. Wow. Wann hast du den zweiten geschalten? Weißt du so. Mit dem ersten fertig. Hey, ich durfte den GT2 RS fahren! Ein Track Race. Als letzter. Aber leider habe ich dermaßen aufs Maul bekommen. Also hast du den Begrenzer gejagt zu im ersten? Wahrscheinlich. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Okay, ich bin halt ein bisschen früher hochgegangen in zweiten. Ray, was hattest du für einen Top? Was hattest du für einen Speed? Über 300 auf jeden Fall. 317. Könnte ein bisschen weniger gewesen sein am Ende bei mir, aber
Die Beschleunigung ist halt, ne? Also, ja, ja. Das habe ich gesagt, nur Lofoten halt, habe ich gesagt, da kann ich easy mithalten. Aber dann ist halt vorbei gewesen. Okay, ich bekomme, was kriege ich? Spawnt man den Cosi. Oh, habe ich zwei davon jetzt? Und was noch? GT2. Ah, ja. Ah, ihr seid da unten gespawnt, haha. Ja, mitten in der Probenbohr. Ich bin hier oben noch. Fahren wir mal auf die Brücke. Ja, damit sind wir tatsächlich sogar, wenn ich richtig mitgestoppt habe, sogar über die magische 1-Stunde-Marke gegangen. Aber das war es auf jeden Fall wert. War auf jeden Fall super lustig. Mhm. Quartett macht auf jeden Fall immer wieder Laune, auch wenn komischerweise. Also, entweder könnte man jetzt sagen, okay, das zeigt, dass das Spiel einfach zu wenig Auswahl bietet an Fahrzeugen oder wir einfach zu viel selben Geschmack haben, weil so oft, also es kann ja schon mal vorkommen, dass ein Auto doppelt kommt, aber was hatten wir alles jetzt doppelt? Den Cosi hatten wir doppelt, Divo hatten wir doppelt, Evaya hatten wir doppelt. Ja. Noch was? Also, krasse Sache. Aber es sind alles meine. Ja, Andi, du bist genau, einfach, du hast einfach keinen eigenen Geschmack, ey, weißt du? Ja. Einfach mal bei den anderen gestalkt, so sieht's nämlich aus. Gut, aber wir machen natürlich nochmal das ganz kurze Resümee. Und ja, dann würde ich sagen, Stui, du hast eins, ja gut. Ja, genau, ich gewinne, ich bin die Eins. Genau, du hast die Eins. Lukas, wie viel hast du noch? Ich habe noch zwei, den Monte Carlo und den Arm gewonnen. Okay. Ich habe 4 tatsächlich, da ich dachte doch nochmal mit dem Evaya die Drift Vibe und den RS3er noch im Repertoire habe. Und ja, wunderbar, dann haben 13. wir das ja alles geklärt. Andi hat halt den Rest, das sind 13. irgendwas über 10. Ja, das ist immer das. Ist ja lächerlich, ey. An die Zuschauer, die Quartettfolgen in Horizon 4 nicht angeguckt haben, genau gleich. Genau das. Nur der einzige Unterschied ist, normalerweise gewinnt er meistens auch. Die sieht das gerade aus, oder? Ja, da vorne freut sich auch einer auf jeden Fall. Aber normalerweise gewinnt Andi auch immer die erste Disziplin. Das werde ich. Ah nee, der fährt ja durch mich durch. Ups. Oh, das war jetzt natürlich blöd. Ja, dann da hoppelt er mal weiter. Der William. So, wunderbar. Dann sind wir aber jetzt raus. Vielen Dank. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus und lasst ein Däumchen da. Und dann bis demnächst, beziehungsweise morgen gibt's auch was ganz Specialiges. Mehr verraten wir aber an der Stelle noch nicht. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.